So, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich mache euch hier heute, wie ihr schon sehen könnt, eine kleine Vorstellung meines Aquariums. Ja, wir schreiben es 10:29, 11:29 Uhr. Das Licht ist gerade angegangen vor circa 20 Minuten. Genau, und jetzt möchte ich ganz gerne einfach mal anfangen mit ein paar technischen Daten. Wir haben hier vor uns das Aquarium Juwel Rio R180. Ist, wie der Name schon sagt, ein 180 Liter Becken. Habe gestern Abend schon mal versucht, ein Video zu machen, ist aber nicht online gestellt worden, weil einfach die Lichtverhältnisse schon so schlecht waren. Genau, Licht ist eigentlich ein gutes Stichwort. In diesem Aquarium befinden sich zwei Leuchten. Das ist einmal vorne ich kann das eigentlich mal ganz kurz zeigen. Das sind insgesamt zwei. Achtung, Licht. Es wäre Licht. Und zwar ist es einmal ein Juwel Highlight Day. Das ist das gute Stück. Und dann haben wir hinten auch noch eine Juwel Plant Grow drinne. Das wäre diese hier. Wie man sehen kann, also ich persönlich finde, dass dieses Licht hier eine ganz gute Atmosphäre im Aquarium macht. Die Kombination aus beiden Leuchten gefällt mir sehr gut. Macht ein sehr freundliches, schönes, helles Licht einfach ins Becken rein. Genau. So viel zur Beleuchtung. Kommen wir weiter zum Filter. Man sieht ihn hier schon im Hintergrund. Ich versuche den mal herzuholen, so gut es geht. Genau. So, dieser Filter ist, wie man erkennen kann, unschwer, Entschuldigung, ein Innenfilter. Dieser Filter ist bereits eingebaut, also fest in diesem R180 drinne. Kann man auch nicht rausnehmen. Das ist ein Kasten, der geht quasi von der Decke bis zum Boden hinten im Eck. Ich finde ihn bei der Beckengröße, muss ich sagen, nicht störend. Also ganz im Gegenteil, ich finde das sogar sehr gut, dass sie das so gelöst haben. Ja, es ist ein sehr guter Filter, er hat eine sehr hohe Leistung, also für das Becken perfekt angepasst einfach. Ja. Der Filter hier funktioniert nach dem Bioflow-System. So, was ist das Bioflow-System? Einigen mag es ein Begriff sein hier, die sich auch mit Aquarien auskennen. Ich erkläre das trotzdem mal. Und zwar bedeutet das, dass dieser Filter auf der einen Seite, also auf der einen Hälfte des Filters, also innen, zwei Filterkörbe hat. Und diese Filterkörbe sind insgesamt gefüllt mit sieben verschiedenen Filtermedien. Oder nee, Moment, falsch, mit sechs verschiedenen Filtermedien. Diese müssen einfach in einem bestimmten Abstand ausgewechselt werden. Ich habe die hier mal vorbereitet. Das Tolle bei diesem Filter ist, das vielleicht noch vorweg, die Filterreinigung gestaltet sich recht einfach. Das heißt also quasi, man muss einfach nur diese Filtermedien in regelmäßigen Abständen austauschen. Ich habe hier mal die Anleitung und auch die verschiedenen Filtermedien, um die es sich hierbei handelt. Und zwar ist das einmal ganz oben einfach so eine ganz normale Filterwatte. Ich versuche das mal einigermaßen hinzubekommen. Jawohl, diese hier. Die muss so jede Woche ausgewechselt werden. Dann haben wir noch als nächstes, ich habe hier auch die Anleitung, die Wechselanleitung, wie schon gesagt, das ist extra so ein wunderschöner Beipackzettel mit dabei, wo man den Aufbau des Filters einfach gut sieht, mit den verschiedenen Filtermedien, wo dran steht, wer wann gewechselt werden muss. Der Aufbau innen sieht ungefähr so aus, dass man zuerst diese Filterwatte hat. Direkt unter der Filterwatte kommt dann also ein Feinkohlefilter. Das wäre dann dieser hier. Unter diesem Feinkohlefilter befindet sich wiederum eine feine Watte, also eine feinporige Watte. Einmal. Und unter dieser Watte befindet sich nochmal eine feinporige blaue Watte. Das wäre dann diese hier. Und darunter, also das ist dann der erste Filterkorb. Unten befindet sich, wie schon gesagt, noch ein weiterer. Und in diesem befindet sich einfach nur noch für den ganz groben Schmutz quasi einmal das hier. Also sprich, das sind so Keramikteile einfach, die den Dreck dann noch restlos rausfiltern. Und hier kommt dann noch mal eine grobe Watte. Genau. Das heißt, diese Filtermedien sind im Zooladen erhältlich. Nicht ganz kostengünstig zwar, aber das Schöne an der Geschichte ist, hier drauf steht jetzt zum Beispiel einmal wöchentlich die Filterwatte austauschen. Das heißt, man nimmt den oberen Korb raus, tut eine neue Watte rein und gut ist mit der Filterreinigung. Das macht man jede Woche. Einmal im Monat kommt ein neuer Kohlefilter rein. Wie schon gesagt, man hat hier die Anleitung. Und da steht dann alles drauf, die verschiedenen Filtermaterialien und wann die ausgewechselt werden müssen. Das heißt, die Filterpflege ist bei diesem Modell sehr, sehr, sehr einfach. Ich finde es sehr gut.
Genau. Also ich finde es einen sehr guten Filter. Natürlich muss man auch noch die Antriebswelle, sage ich mal, reinigen. Die befindet sich dann in der anderen Hälfte, genauso wie ein im Filter integrierter Heizer. Das heißt also quasi, man hat da schon so einen ganz normalen Heizer, wie man halt kennt. So ein Jäger ist das, glaube ich, Präzisionsheizer, beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich von Juul. Und der ist dann einfach in der Gradzahl einstellbar. Das heißt also quasi, das Wasser wird zuerst durch die Filtermedien gesaugt, kommt dann letzten Endes noch an diesem Filter, an der Heizung vorbei, wenn das sauber ist, und fließt dann durch dieses Ausgangsrohr, welches man hier sieht, wieder ins Becken. Das heißt also quasi, man hat alles drinne, man hat eine Reinigung, man hat sogar eine Reinigung und Abtötung von Krankheitskeimen durch die Kohlefaser, und man hat auch noch die Heizung, alles in einem Filter. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Modell, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Des Weiteren gibt es natürlich auch zu diesem Aquarium und zu diesem Filter eine Anleitung. Das hat Jule ganz schön gemacht, finde ich. Und zwar mit Hilfe von diesen CDs hier. Diese hier ist das. Auf dieser CD, das ist einfach eine CD von Juwel mit sehr, sehr, sehr vielen Produkten, gerade Aquarien und Filter, die dort dann auf dieser CD einfach in einem Programm ganz genau beschrieben werden, wie man es macht und so weiter. Eben auch das Bioflow-System nochmal ganz detailliert erklärt. Der Auseinanderbau von diesem Filter ist dort ganz genau erklärt, wie man den Motor reinigen muss. Also es ist wirklich super gemacht. Auch für die Leute, die kein PC haben, die schreiben da einfach dann eine Mail hin, eine Mail, genau, einen Brief hin. Hier habe ich keinen Rechner, bitte Anleitungen handschriftlich zuschicken, und dann bekommt man die. Also ich finde das sehr, sehr gut gelöst. Genau, des Weiteren kommen wir doch gleich mal soweit zur Technik, sind wir eigentlich durch, bis auf eine Sache vielleicht noch. Und zwar, wie man erkennen kann, auch hier in diesem Video, hoffe ich, laufen in diesem Aquarium drei Sprudelsteine. Der eine befindet sich hinter dem großen Einlochstein, der andere befindet sich ein Stück weiter, man sieht das ja ganz gut, und der letzte hinter diesem großen Höhlenstein, sage ich mal, ja. Die werden alle von einer von einer Pumpe angetrieben, von einer Luftpumpe, Sauerstoffpumpe, wie auch immer. Und zwar ist das, Achtung, umschwenken, diese hier, dieser weiße Kasten. Ich habe sogar noch die Packung drin, in der er, ich habe sogar noch die Packung hier, meinte ich natürlich, in der er drin war. Und zwar ist das hier der gar wunderschöne, einen Moment, ich habe die Packung doch nicht hier, ich hole sie kurz. Da gehen wir doch einfach mal schnell zu meinem Aquariumschrank, sag ich mal hier. Da ist sie. Zack. Das hier ist der Hoffmann Aquarienlifter. Lüfter. Lüfter ist gut. Modell 100R. Dieser Filter, warum sage ich halt immer Filter? Diese Pumpe, Entschuldigung, ist so stark, dass man mit ihr einfach diese ganzen drei Steine antreiben kann. So. Wie funktioniert das? Mit einem Filter 3 antreiben. Ganz einfach. Ich habe hier sogar, um es euch einfach zu veranschaulichen, mal eine Taschenlampe hier. Damit könnt ihr dann hier einfach mal gucken. So, das hier ist, wie schon gesagt, der Filter. Die Pumpe, die Sauerstoffpumpe, Entschuldigung. Dieser Schlauch, die Taschenlampe ist auch nicht mehr das, was es mal war. Dieser Schlauch führt dann hier hinten entlang, hier hoch, zu dieser Konstruktion. Das hier ist ein Luftverteiler. Das heißt also quasi hier an der Seite an dem Schlauch kommt die Luft hier rein und wird dann über diese drei Teile gleichmäßig verteilt. Das Schöne an den Dingern ist, man kann die einzeln einstellen. Da ist eine Schraube und eine sogenannte Blockade dran. Die kann man zudrehen und dann geht zum Beispiel ein Sprudelstein gar nicht mehr. Die Luft, die dann allerdings auf drei wäre, geht dann durch zwei. Das heißt, dann geht das Ganze zügiger. Und so kann man das alles dosieren, wie man das haben möchte. Und diese drei Schläuche gehen dann einfach hier hinten hoch ans Aquarium. Genau. Ja. Ich mache zwei Videos, ich mache eins für die Technik und ich mache eins für die Einrichtung und Fische. Beide werden so 10 Minuten dauern, schätze ich mal. Ein letztes Detail noch zur Technik, beziehungsweise falls man das Technik nennen kann, eigentlich eher Dekoration. Diese Rückwandfolie, die ihr hier sehen könnt, wurde mit Fixol befestigt. Ebenfalls von JBL ist das. Und zwar dieses hier. Fixol ist ein flüssiger Rückwandkleber, wird einfach aufgetragen, Folie drauf und dann mit einer Spatel glatt gezogen. Wenn man es nicht so drauf hat wie ich, weil ich es zum ersten Mal gemacht habe, hat man dann hier so einen Strich im Hintergrund. Ist mir aber ehrlich gesagt ziemlich egal, also mich stört das nicht. Ja, ich finde das Aquarium super, wie schon gesagt, von der Technik her, nur zu empfehlen. Und dann sieht man sich im zweiten Video. Bis dann.